very thin, like a very thin. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I, down the Mississippi. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I, rowing down the river. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I, down the Mississippi. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I, rowing down the river. Hier die Schuhe aus, laufe querfeld ein, immer runter zum Fluss, über Stock und über Stein. In Sonnenschein wirst du verstehen, wir sind die, die barfuß gehen. Keiner hält dich auf. Als wir vorhin so im Van saßen und dann so hier so rübergefahren wurden, das war schon alles so voll krass, so aufwendig und so. Ich habe jetzt ja ein Jahr gearbeitet und es ist schon der Wahnsinn. Und ich hoffe, der kommt gut an. Ja, ich habe so zwei Kapitel aus Mark Twains Tom Sawyer vorgelesen. Da habe ich wieder gemerkt, was für ein großartiger Beobachter Mark Twain ist. Und dass es sich wirklich auch lohnen würde für alle Kids, die den Film jetzt sehen, vielleicht danach auch nochmal in der Literatur herumzustöbern. Das Tolle an der Geschichte ist ja, dass sie über 100 Jahre gehalten hat. Jungs entdecken eine Welt und da gibt es Abenteuer und da gibt es Sachen zu erleben. Von denen haben wir bisher nur gehört und jetzt wollen wir mal selber gucken, was das mit dem Leben so auf sich hat. Leon Seidel, Huck Finn. Also alle haben applaudiert. Wie war denn der Film? Die haben gesagt super und alle haben applaudiert, deswegen denke ich, das ist schon doch ganz gut angekommen.